frisch aufs Nikola Marinovic erwischte gegen Hannover einen starken Tag. 13 Paraden beim Unentschieden machten ihn zum Torhüter der Mannschaft des Spieltags. Auf Linksaußen war Lars Lehnhoff in dieser Woche der Stärkste. Beim Spiel seiner TSV Hannover-Burgdorf gegen Göppingen traf er 10 Mal. Seine 7-Meter-Quote lag mal wieder bei 100%. Einen besseren Griff hätte Balingen nicht machen können. Die Verpflichtung von Olivier Nioka bringt allein am 9. Spieltag 11 Tore und 2 Assists mit sich. Insgesamt kommt er aus dem linken Rückraum schon auf 56 Treffer. Bestwert bei Balingen. Bestens aufgelegt war aber auch einer seiner Gegner. Andy Schmid war mit 7 Treffern der torgefährlichste Löwe und ist unser Mittelmann des Spieltags. Im rechten Rückraum steht Andreas Rojewski, der gegen Lemgo Gas gab. Gerne sprang er auch noch auf Rechtsaußen für Robert Weber ein. 7 Tore trug er zum klaren 30:23 Sieg bei. Die altbekannte Flügelzange der Löwen hat wieder zugeschlagen. Patrick Grötzky und Uwe Gensheimer waren erneut gnadenlos. Grötzky auf Rechtsaußen mit 6 Toren, bevor er nach dieser Aktion leider nicht mehr weitermachen konnte. Kreisspieler der Mannschaft des Spieltages ist Christoph Theuerkauf. 5 Tore machte er vom Kreis und gab noch dazu eine legendäre Auszeitansprache. Das ist nicht die Mannschaft, die wir waren. Was ist in Hannover passiert? Wir müssen jetzt mal so wieder spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Hannover Männer. Wir sind Männer, keine Mädchen. Auf geht's jetzt. Moment. Eine andere Körpersprache hier. Los jetzt. Babel. Nee. Nee.